Liebe Schwestern und Brüder, manchmal hört man von Leuten, dass sie sagen, ich denke gar nicht so viel nach über meinen Glauben, ich darf gar nicht so viel nachdenken, weil dann fange ich noch zum Zweifeln an, wenn ich zu viel nachdenke. Meine Mama hat das auch manchmal gesagt. Sie hat auch gesagt, so lange werden sie noch forschen, bis sie, dass sie dann draufkommen, sozusagen in der Theologie und in den Heiligen Schriften, werden sie noch so lange dahin forschen, bis sie womöglich draufkommen, dass alles nicht stimmt. Drum will sie von dem alles gar nichts wissen. Und manchmal hört man auch, wenn Leute Theologie studieren, beim Theologiestudium verliert man seinen Glauben. Also so ein großes Misstrauen gegen alles, was Nachdenken über Gott betrifft. Und auch Misstrauen dagegen, sich Fragen, auch Fragen nach Gott, auch Fragen, die oft ziemlich herausfordernd sind, sich wirklich zu stellen. Und ich glaube, dieser Thomas, von dem wir jetzt im Evangelium gehört haben, der wäre damit nicht ganz einverstanden. Ich glaube, Thomas, das ist ein Charakter, das ist einer, der würde sagen, nein, das Theologiestudium ist schon wichtig. Und es ist schon wichtig, dass einer, der sich auf einen Beruf vorbereitet, wo er den Glauben anderen Menschen weitergeben soll, den Glauben teilen soll, dass sich so einer auch unangenehmen Fragen stellt. Auch Fragen nach Gott, die vielleicht nicht so harmonisch sind, die vielleicht auch herausfordernd sind und die einem vor das Problem des Atheismus auch stellen, vor das Problem, dass viele Menschen an diesen Gott überhaupt nicht glauben können, religiös unmusikalisch sind, wie man auch sagt, wo wir Christen uns manchmal schwer tun, warum kann dieser Mensch nicht an Gott glauben? Warum, was ist da? Für mich ist dieser Gott so selbstverständlich und dass man im Studium auch lernt, sich in solche Menschen hineinzuversetzen, die nicht einfach zu verurteilen. Ich glaube also, Thomas, das wäre einer, dem das Studium schon wichtig wäre und der schon über Gott nachdenken würde und auch nachgedacht hat und der sich auch unangenehmen Fragen gestellt hat. Mir ist es manchmal so gegangen am Anfang, als ich in den Glauben hineingefunden habe, so mit 18, 19, 20 Jahren, dass ich dann zu charismatischen Gottesdiensten zum Beispiel gekommen bin, wo dann gesungen wurde, wo Gott gepriesen wurde, wo alle Leute die Hände in der Höhe gehabt haben und wo ich dann irgendwo hinten gestanden bin und mir irgendwie fehl am Platz vorgekommen bin. Als einfacher Müllviertler, relativ einfach gestrickt, ein relativ einfaches Bild von Gott. Und dann habe ich mich in dieser Menge wiedergefunden, wo ich mir gedacht habe, was haben diese Leute alle? Warum sind sie so überdreht fast, muss ich sagen? Und warum gelingt das mir nicht? Was ist da falsch mit mir? Mit mir muss etwas nicht stimmen, weil die anderen alle so enthusiastisch sind und mir das nicht gelingt. Und ich glaube, da wäre auch Thomas so einer, den es vielleicht auch ähnlich gegangen wäre, der auch hinten gestanden wäre. Und heute hören wir es ja, die anderen Jünger sind schon begeistert, sie haben Jesus schon gesehen, sie sind ihm schon begegnet, er hat sich ihnen gezeigt und er versteht nicht, er war nicht dabei und er versteht nicht, warum sie so enthusiastisch sind, warum sie ihn so begeistert erzählen, warum sie so überdrüber sind sozusagen. Ich glaube, dass es diesem Thomas auch so gegangen ist. Und dieser Thomas, der stellt sich dann diesen Fragen, denke ich auch. Warum ist es passiert, dass dieser Jesus aufs Kreuz gegangen ist? Warum musste das passieren? Warum musste er so leiden? Warum lässt Gott so etwas zu? Und ich denke, das sind dann auch Fragen, die unser Leben betreffen, Fragen, die wir uns vielleicht manchmal stellen oder eben nicht stellen, weil wir sie verdrängen. Warum zum Beispiel werden Kinder geboren und haben so unterschiedliche Startvoraussetzungen? Manche Kinder, die geboren werden in Familien, wo sie gute Startvoraussetzungen haben, wo die Bildung gegeben ist, wo wirtschaftlich die Situation passt, wo auch ein harmonisches Elternhaus ist, und andere Kinder, die nichts dafür können und in eine Familie hinein auf die Welt kommen,
wo es total schwierig ist, von den Familienverhältnissen, von den wirtschaftlichen Verhältnissen her, und wo sie diese Kinder dann von Anfang an schon auch Nachteile haben im Leben? Oder warum werden Menschen krank? Warum gibt es dieses Leid, das nicht Leid ist manchmal, dieses Leid, das wir einander gegenseitig zufügen? Das gibt es auch, und da haben wir Menschen Schuld. Aber es gibt auch Leid, wo jemand wirklich gar nichts dafür kann, wo jemand krank wird, gerade Menschen oft, die sehr viel Gutes tun, wo man sagt, wie hat so ein Mensch so etwas verdient? Also solche Fragen lässt Thomas zu. Er geht nicht darüber hinweg, er hebt nicht einfach die Hände und ist begeistert und vergisst das alles, sondern er ist einer, der diese Fragen beinhart stellt und sich auch selber stellt. Und ich glaube, da können wir auch lernen irgendwie. Auch ich selber, der ich eher ein harmonischer Typ bin und diese brennenden Fragen, diese unangenehmen Fragen oft verdränge. Aber ich glaube, diese Fragen lassen sich auf Dauer gar nicht verdrängen. Und ich glaube auch, die begeisterten Charismatiker vielleicht werden irgendwann mit Dingen konfrontiert, wo dann diese Fragen mit Gewalt auf einen zukommen, wo man selber in eine Lage kommt, wo man dann sich diese Fragen stellen muss, wo man sich total hilflos fühlt, wo man vielleicht selber krank wird und nicht mehr weiß, wie man sein Leben bewältigen kann, wo man vielleicht selber in eine Depression hineinfällt, in ein Burnout, wo man nicht mehr heraus kann, wo man nur mehr dunkel sieht, man möchte sich freuen, aber man ist nur mehr traurig. Wo Menschen einfach sich hilflos fühlen dann, wo man dann irgendwie sich angenagelt fühlt an ein Kreuz und nicht heruntersteigen kann irgendwie, wie dieser Jesus. Und ich glaube, wenn diese Fragen dann herankommen, mit Gewalt, wenn man sie vorher verdrängt hat vielleicht, ich glaube, dann kann man von diesen Dingen, von diesem Gefühl der Hilflosigkeit, des Ausgesetztseins sehr viel lernen und sehr viel reifen. Ich glaube immer, dass wir Menschen nicht so sehr beim Gebet reifen, wo wir große Gefühle haben, wo wir fühlen, da passt alles, sondern dass wir Menschen gerade dort reifen, wo wir uns auch schwer tun mit dem Beten. Wo Menschen im Beichtstuhl oft kommen und sagen, ich kann nicht mehr beten, es gelingt mir nicht mehr. Als ich jünger war, ist es leicht gegangen und ich werde immer älter und irgendwie habe ich das Gefühl, es geht immer schwerer. Und ich glaube, dass gerade dieses schwere Gebet, dieses Gebet, wo überhaupt kein Kontakt mehr geht mit Gott oft, wo man das Gefühl hat, ich kann nicht mehr, oder wo Menschen eben sich auch machtlos fühlen, wo sie sich plötzlich hilflos fühlen, dass gerade das uns Menschen reifen lässt. Nicht nur die Hochzeiten, wo es uns gut geht, wo wir Höhepunkte haben im Leben, wo alles passt, sondern gerade diese schweren Zeiten, die lassen uns reifen, die bringen uns in die Tiefe. Ich denke auch in der Beziehung mit Gott, wo wir auch mit Gott kämpfen, wo wir um diesen Gott kämpfen, um unseren Glauben kämpfen, weil wir das Gefühl haben, dieser Glaube geht uns verloren, der geht uns davon. Und ich glaube wieder, dass es da auch Thomas so einer ist. Und dass dann Jesus einer ist, der auf uns zukommt und der dann barmherzig sein kann mit uns. Und er kann barmherzig sein, weil er selber diese Hilflosigkeit erlebt hat. Ich denke, die Barmherzigkeit Jesu, dieses Bild auch vom barmherzigen Jesus, das Pater Helmut vor der Messe auch noch hergestellt hat, der uns seine Hände zeigt, wo Strahlen aus dem geöffneten Herzen und aus den Händen ausgehen und von den Füßen. Diese Strahlen, die gehen von seinen Wunden aus, von den Wunden Jesu. Nicht vom Heiligenschein, sondern von den Wunden. Und ich glaube, dass dieser Jesus barmherzig sein kann, weil er selber so tief unten war, wie wir oft sagen, weil er selber am Kreuz gehangen ist, sich nicht helfen konnte. Weil er selber gerufen hat am Kreuz, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Jesus, der selber zweifelt an Gott plötzlich. Gott, Jesus, der Gott ist, aber sich von sich selber verlassen fühlt sozusagen. Ein Gefühl oder ein Gedanke, den wir gar nicht so richtig verstehen können.
Und auch dieser Jesus, der dann hinabsteigt am Karsamstag, wir blicken zurück auf den Karsamstag, der hinabgestiegen ist zu den Toten oder wie die Orthodoxen beten, hinabgestiegen ist in die Hölle. Jesus, der ganz unten war und der deswegen barmherzig geworden ist. Ein Gott, der barmherzig sein kann, weil er weiß, wie es ist, wenn man ganz unten ist. Und darum geht es, denke ich, glaube ich, auch bei uns selber. So richtig barmherzig werden wir erst, wenn wir einmal ganz unten gewesen sind. Nicht dort, wo uns alles gelingt, wo wir auf der Oberfläche schwimmen, sondern dort, wo wir vielleicht sogar mit dem Kopf schon unter Wasser sind. Dort werden wir barmherzig mit den anderen Menschen und wohl auch mit uns selber, weil manchmal ist es am schwierigsten, mit uns selber barmherzig zu sein. Und darum lade ich mich selber und euch ein, dass wir heute auf dieses Bild besonders schauen, auf diesen barmherzigen Jesus, der barmherzig geworden ist, weil er weiß, wie es ist, wenn man ganz unten ist, wenn man auf Gott angewiesen ist, wenn man sich von Gott retten lassen muss und wenn man auch die unangenehmen Fragen an sich heranlässt. Und das ist, ich möchte nicht zu traurig aufhören, sondern ich denke, das ist eine gute Botschaft, das ist die frohe Botschaft des christlichen Glaubens. Der Name Gottes ist Barmherzigkeit, sagt Papst Franziskus, er hat das heilige Jahr der Barmherzigkeit auch damit eröffnet. Und ich denke, das ist das Christentum, das ist unser Trost. Das ist nicht etwas, wo wir traurig sein müssen darüber, sondern das ist unser Trost, dass wir noch so tief fallen können, dass dieser Gott uns immer noch nahe ist, weil er ganz tief hinabgestiegen ist. Amen.